Willkommen zurück zu Terranigma. Wir haben das letzte Mal, waren wir in Luraan und hatten den Ort ein bisschen erkundet. Na, waren wir das letzte Mal noch in Luraan? Auf jeden Fall hatten wir im letzten oder vorletzten Part Luraan erkundet und festgestellt, dass in dem Laden gab es eine Rüstung. Eine Waffe, ein Bronzespeer war es, glaube ich. Also eine Waffe, die zu teuer für uns war, und deswegen sind wir zurück in den Bereich, wo wir die Menschen befreit hatten, um Geld zu farmen, haben dann auch gleich ein Level bekommen, haben versucht nochmal mehr Truhen zu erreichen, die wir bisher nicht hatten, und können uns jetzt hier aber die Waffe kaufen. Die Truhen haben wir immer noch nicht. So, dabei haben wir zwei Wunderknollen verwendet. Okay. Das heißt, wir haben jetzt einen neuen Bronzespeer, der jetzt, wenn wir zurückgehen würden zu den, wenn wir zurückgehen würden zu dem Ort, wo wir die Menschen befreit haben, würde uns der Bronzespeer, würde der weniger Schaden machen als der Feuerspeer, weil die Gegner alle eisbasiert sind und deswegen eine Schwäche gegen Feuer haben. So, okay, Front. Ja, ich soll im vorderen Bett schlafen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo das vordere Bett ist. Hier gibt es Speisen. Es spielt keine Rolle, wo du herkommst. Genieße jeden Tag. Coole Einstellung. Und hier gibt es noch einen Weg. Da ist das Bett. Da ist noch ein Reisender, mit dem wir reden können. Oh, noch ein Gast. Ich bin Hedi. Ist das nicht eine nette Stadt? Alles so freundlich. Bleib doch. Ich weiß gerade nicht, ob Hedi ein Recurring Character ist, also einer, der immer wieder kommt. Aber da kommt mir so bekannt vor. So, hier ist noch ein Lager. Hier ist nichts. Okay, dann gehen wir jetzt mal schlafen. Also mit Mylin reden hat nichts gebracht. Dann bleiben wir doch mal hier über Nacht. Mal schauen, ob Herb wieder zu Boden fällt, weil die letzten paar Mal, wo wir geschlafen haben, ist er immer auf dem Boden aufgewacht. Nee, heute nicht. Hey, Herb! Irgendwas stimmt hier nicht! Dieser Geruch, es riecht nach verfaultem Fleisch. So, und jetzt auch der Grund, warum ich diesen Ort... Okay, davon habe ich schon reichlich, das sind immer Wunderknollen oder so. Warum ich diesen Ort als D&D-Quest gewählt hatte, wie ich schon erzählt habe. Da, lebende Leichen! Hilfe! Herb! Nun zeigt Luraan sein wahres Gesicht! Eine Leichenstadt! Ein Zauber sollte alle Besucher täuschen! Lass uns von hier verschwinden! Ja, und Fluffy verschwindet tatsächlich in seine Truhe. Genau, Luraan, eine Zombie-Stadt. Okay, da runter, will ich da runter. Wir haben jetzt Zombies als Gegner und müssen, ich glaube, wir müssen den Fluch schaffen sogar. Wir müssen erfolgreich alles bis hier schaffen, um überhaupt den Ort verlassen zu können. Nur die Zombies, die sind irgendwie, also die Mädchen-Zombies, sind so lange immun, wie sie ihren Kopf nicht haben. Die anderen sind kurz davor zu sterben, wenn sie ihren Kopf verloren haben. Alles verhält sich ein bisschen unterschiedlich. So, hier in das Loch kann man reinspringen und dann mit Krügen nach Zombies werfen, was nicht sehr viel Schaden macht. Da machen wir doch lieber einen Stichangriff. So, die Mädchen, die können mit ihrem Kopf nach uns werfen. Das ist auch keine schicke Sache, also das tut ganz gut weh. Oh, und die Tische fliegen durch die Gegend und machen uns Schaden. Okay, die fängt jetzt an zu heulen, dann fliegt ihr Kopf weg und explodiert. Und jetzt ist sie auch wieder, kann man sie auch wieder verletzen. So, ich bin jetzt auf der Westseite. Oh, und es kommen Stachelgegner aus dem Boden. Okay, die habe ich jetzt aus dem Boden rausgeholt. Wenn ich ihn einmal angreife, dann kommt er raus und dann kann ich ihm Schaden machen. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin schon viel zu weit. Ja. Zu Melins will ich eigentlich noch nicht. Da bin ich viel zu weit. Ich möchte erstmal Temjin. Ah, aber hier ist ein Schieberätsel, was ich nur von der Richtung lösen kann. Ich kenne dich aus dem Hotel, die Stadt, was ist geschehen? Weit bin ich gereist, um diese Stadt zu finden. Doch das, falls ich überlebe, werde ich meine Erlebnisse kundtun. Okay, Hedi ist tatsächlich dann ein Recurring Character. Okay, dann gehen wir doch mal da hinten raus und gucken nach Melin. Ich habe gerade keine Ahnung mehr, was ich eigentlich machen muss. Auf jeden Fall, ja, Hedi wird immer wieder, wird uns noch ein paar Mal begleiten, glaube ich. Aus dem Bett, der kommt, der kriegt dann aus dem Bett. Das tue ich morgens auch, aber ich sehe nicht ganz so schlimm aus. genau.
Also, nochmal zu meiner D&D-Quest, weil ich das einfach ganz, selbst ganz spannend fand damals. Oder damals, das ist gar nicht so lange her. Ich hatte auch so einen Ort gemacht, wo man reinkam, freundlich begrüßt wurde. Dann haben die. War es zufälligerweise vom Timing so. Ah, hier. Hörbarheld, Karmesinschal. Das ist ein sehr wichtiges Item jetzt für die Quest. Das ist nämlich der Schal, den Maylin trägt. Herr, Maylins Karmesinschal. Wenn wir einen Hund hätten, könnte er ihre Fährte aufnehmen. Hund? Natürlich. Maylin hatte doch einen Hund namens Steppy. So, wir mussten auf jeden Fall herausfinden, dass Maylin den Hund hat. Also wir mussten hierher kommen, um diese Info zu kriegen. Wenn wir jetzt den Hund finden, können wir das Rätsel soweit lösen. Jetzt weiß ich aber auch nicht mehr, wo der Hund ist. Ja, genau, die D&D-Quest. Ich hatte das auch so gemacht. Man kommt in den Ort. Wenn man im Gästehaus übernachtet, wird man in der Illusion gefangen. Kann nicht entkommen. Außer man besiegt den Urheber. Und in meinem Fall war der Urheber dann aber ein böser Vampir. Da hatte ich so ein bisschen mit D&D-Untoten rumgespielt. Also ein Geist, der die Mission hatte, sich selbst auferlegt, den Vampir zu zerstören. Der sich dann aber nicht helfen ließ von uns und ja, so Sachen, also alle möglichen Klischees bedient, wie man es halt so tut als Dungeon Master. War auch ganz spaßig und war das in der Quest? Ne, das war nicht in der Quest, in der ich draufgegangen bin. Mein Charakter ist dann auch irgendwann draufgegangen. So, hier noch ein neuer Gegner. Ein fliegender Kopf, den ich weiß nicht mehr gut, was er kann, aber ich kann mich erinnern, dass man den auf jeden Fall schnell töten wollte. So, diese Gegner sind alle tot. Hier sind gerade, also vorhin, im letzten Punch, Deutsch. Sorry, Leute. Im letzten Part stand hier jemand, der gesagt hat, er will einen Durchgang durch die Wand machen. Und hier sind gerade auch ein paar Zombies reingelaufen. Das gilt uns als Signal, so, wir können hier rein. So, zack, zack, zack. Hier will ich einfach durchrennen, bevor die Tische mich alle treffen. Und hier haben wir mal wieder einen Kamin zum Durchklettern, kriechen. Und einen kleinen Geheimgang. Und was finden wir am Ende des Geheimgangs? Ein Geist, der mich fängt. Und zurück auf den Dorfplatz bringt. Ach Mist, die Mädchen kann man nicht durchrennen, weil die ja ihren Kopf verlieren und verwundbar werden. Wow, das war ein netter Treffer. So, zack. Und Stich und... Ah, ich hab gedacht, den zweiten treffe ich mit. So, wir wurden zurück an den Dorfplatz gebracht. Das heißt, wir brauchen etwas, um diesen Geist abzuwehren. Ich check jetzt mal noch aus, was aus dem Lager wurde. Oh, Kampfninjas. Und ein kleines Schieberätsel. Ich muss jetzt auch kurz schauen. Ich weiß nicht, ob ich hier auf zweimal rein darf. Es gab mal ein Zelda-Rätsel, wo es nicht ging. So, gehen wir mal so und so. Dann haben wir diese Truhe und einen Flickenumhang haben wir bekommen. Wenn wir da nach unten schieben, dann bekommen wir noch ein Item, was wir schon haben. Dann schauen wir mal, was der Flickenumhang bringt. Das ist nämlich sehr interessant. Der befindet sich hier ganz am Ende. Unter der Lederweste. Kein schöner Mantel. Der hat die gleiche Verteidigung wie unsere Schutzweste von ganz vom Anfang. Also ich habe auch keine Ahnung, ob das irgendwie einen Bonuseffekt hat. Das ist so ein typischer 100% Sammelgegenstand. Ja, wir bekommen auch ganz gut Schaden von den Gegnern. Also das bringt gar nichts, den auszurüsten. Ich wechsle wieder zurück auf die Mönchskutte, weil die 15 Rüstungen, die tun schon viel besser als, ja, so ein überschwaches Item. Okay, wo waren wir denn noch nicht? Hier war noch was. Die Ruinen, gut, da stehen drei Zombies hinter einem, hinter einem Tisch. So, hier gibt es eine Ostseite. Mordeo versprüht giftigen Dunst. Also diese Köpfe, die können Gift durch die Gegend werfen und uns vergiften. Davon wollen wir natürlich mal wieder nicht getroffen werden. Uah, da sind noch mehr Stacheln. Und denen komme ich immer zu nahe, während ich sie ausbuddel. Ich glaube, das sollte ich nicht mit einem Sprungangriff machen. Okay, wo sind wir denn hier? Bei noch mehr Zombies.
So, zack. Ah, das war kein Mädchen, sondern das war ein Junge, der seinen Kopf nicht nach uns wirft. Ich schlucke jetzt mal eine Wunderknolle. Das ist mir gerade ein bisschen zu haarig. So, möchte ich das auswählen? Jawohl. 87 Lebenspunkte. Und hier nach rechts gibt es nichts mehr. Und hier nach Norden geht so ein ganz dünner Durchgang durch. Auf der linken Seite befindet sich ein Kristall. Juhu! Und was haben wir rechts? Na komm. Ja, eine Truhe. Und ich wusste es noch. Es gibt nämlich hier noch eine Waffe, eine Strahlenlanze. Ich habe mich doch richtig erinnert. Ich dachte eigentlich, da wo es die Rüstung gibt, gibt es die Lanze. Aber auch so nicht schlecht. Die ist schwächer als der Bronzespeer. Aber sie strahlt in dunkler Nacht. Ich müsste, also soweit ich mich erinnern kann, hat die den Bonuseffekt, hat die einen Bonuseffekt gegen Zombies. Interessant finde ich aber, dass die schwächer ist. Das heißt, die Waffe, die wir uns erfarmt haben im letzten Part, die war gar nicht so gedacht, dass wir die jetzt schon haben. So, jetzt kämpfe ich mal ein bisschen anders gegen diese Stachelviecher. Und der Mordeo, der stirbt jetzt auch. Ja doch, also 200 Schaden gegen die ist schon ganz gut. So, Stachel raus und Angriff. Ein bisschen Abstand halten. So, und wo wir jetzt noch nicht waren, im Dorfplatz unten rechts. Ja, doch, also 193 Schaden gegen diese Zombies habe ich, glaube ich, vorher auch gemacht mit dem Bronzespeer. Ich glaube, das bringt tatsächlich nichts. Okay, das heißt, der Bronzespeer war eigentlich gedacht, dass man sich hier das Geld farmt. Nee, ich glaube, ich bin... Ich weiß nicht, was ich stärker bin. 166 Crit, der zählt nicht. 98. Nee, ich glaube, der Lichtspeer, dieses Lichtspeerteil ist stärker. Aber ich bleibe jetzt beim Bronzespeer, weil starke Waffe ist immer gut. Da ist mir egal, was für ein Gegner kommt und ich kann immer kämpfen. Mit dem Lichtspeer kann ich echt nur gegen die Zombies. Hier sind zum Beispiel auch nochmal Eidechsen. So, das war ein Mordeo, das ist ein Stachelviech. So, Stachelviech zerstört. Hier nach Norden ist nichts außer einer Sackgasse. Hier geht's gleich rein, aber hier sind noch Gegner. Okay, da geht's an mehreren Stellen rein. Komm her. Irgendwie habe ich dem gerade Schaden gemacht, während er unterm Boden war. Weil ich das Spiel irritiert habe durch meinen schnellen Angriff. So, dann... Opa, Eidechse weg. Stich... Ah ja, jetzt kann ich dem nicht auch Schaden machen. Der war gerade wieder... Mit dem Stich trifft man doppelt. Dann kriegt das Spiel nicht die Animation hin, dass der Gegner eigentlich aus dem Boden raus soll. Aber man macht Schaden. Also auch gut zu wissen. So, hier haben wir einen ganz dünnen Weg, wo es durchgeht. Das war ein Mordeo. Bei dem Mordeo so ein kleiner, so eine kleine Sache, auf die ich hinweisen möchte. Wenn man... Ach, das waren zwei. wenn man den Mordeo tötet, während er seinen Giftangriff macht, dann explodiert der Giftangriff mit. Also die Gegner explodieren ja immer so schön. Und der Radius wird vergrößert durch den Giftangriff. Okay, hier haben wir ein paar fliegende Statuen und die erschaffen Geister. Von einem Geist entführt. Und wir sind wieder am Dorfplatz. Okay, das scheint mir gerade der weitere Weg zu sein, den wir gehen wollen. Ich renne natürlich voll in die Gegner rein. Das heißt, ich erkunde kurz die anderen Türen. Weil Geist bedeutet eigentlich schon... Oh! Philipp Hitz gerät in Rage. Dann greift er recht schnell an für kurze Zeit. Wow, die... Ah, die machen aber auch ganz guten Damage hier. Die muss ich auf jeden Fall mit einem Flug... Hä? Hat er sich gerade hinter mich teleportiert? Die sind so richtig in den Ninjas gerade. Ja, also dieser Geisterweg, das ist auf jeden Fall... Es ist eine Schwierigkeit, da durchzukommen, weil die Geister einen ja zurücktransportieren. Und deswegen glaube ich, dass das unser Abschlussweg ist. Oder unser weiterer Storyweg. Wow! Okay, mit dem Flug kann ich den Gegnern schaden, während sie unterm Boden sind. Falsche Richtung. Hopp. Gegner tot, Gegner tot. Ah, Geld. Rums. 251 Schaden. Während er unterm Boden war. Aber eigentlich klar, dass man Schaden macht, weil man gräbt ja den Boden auf. Ich fluge ja schließlich. Das muss ich mir merken, weil dann greife ich ja eigentlich nur noch mit dem Flug an. Und die war nämlich auch schwach gegen den Flug. Also am schwächsten.
So, ein Schlag und vom Flug und die sind tot. Ein Stich hat irgendwie nur 18 Schaden gemacht. Ich ignoriere jetzt die Rüstungen. Ich gehe direkt durch, weil eine Rüstung kann mich nicht wegteleportieren. Hier ist nochmal so ein kleines Schieberätsel. Ich glaube, die hellen kann man schieben. Aber dafür beliebig weit. Aber sogar bei Zelda, wo ich nur einmal hätte verschieben können, wäre ich hier durchgekommen. Da, da hat man es gerade gesehen. Habt ihr das gesehen? Wie der Mordeo einen riesen Explosionsradius hatte. Das sind so Details, auf die ich achte. Ich weiß nicht, ob andere es auch tun, aber ich bin auf jeden Fall so. So, was haben wir denn hier noch? Ein Mädchen, was uns begrüßt und direkt stirbt. Ein Tisch, der... Ah, noch ein Tisch, der uns entgegenkommt. Und wir sind mal wieder bei gelbem HP. Und noch ein Tisch, der fliegt. Und noch ein Tisch, der fliegt. Und Löcher und Tische und... und Köpfe. Oh, Mann. Die Mädchen heulen, wenn man sie trifft. Das finde ich auch so ein kleines Detail. Okay, ich schluck jetzt... Na, das bin ich ins Rüstungsmenü. Ich hau mir jetzt auf jeden Fall nochmal eine Wunderknolle oder zwei rein. Das ist nämlich gerade ein bisschen viel, was hier abgeht. Beziehungsweise ich könnte eigentlich mal meine ganzen Heilknollen einfach mal komplett einwerfen und ab dann ignorieren und einfach keine neuen mehr kaufen. Jetzt habe ich mein Knie angeschlagen. Autsch. Ja. Ich schau mal erst in das Loch rein, was hier ist. Weil Löcher sind ja eh immer One-Ways. Und wir finden ein Sakral-Siegel. Wir erinnern uns, das letzte Siegel... War das das letzte Siegel? Doch, das war das letzte Siegel. Hat uns gegen Schlaf geschützt. Das Sakral-Siegel hält Geister fern. Mit diesem Siegel kommen wir also an dem Geist vorbei, der auf uns gewartet hat und der uns das erste Mal an den Dorfplatz zurückgebracht hat. Und hier jetzt auch diese Geister, die tun mir jetzt nichts mehr. Also ich kann jetzt die Statuen hier, diese... Ah, cool, ein Level. Level 19 erreicht. KP steigen. Stärke steigt. Abwehr steigt. Wow, immer um 2. Und Glück ein bisschen auch. Okay. Also, ja, die Rüstung macht mir natürlich Schaden, aber ich kann sie recht schnell töten. Und die... Ah, oh, diese Tische. Und die Geister, die machen einfach nichts mehr. Die fliegen dann durch mich durch. So, den Tisch löse ich aus. An dem Tisch laufe ich vorbei und ab die Post. So, das heißt, wir haben jetzt einen Umweg gemacht, um ein Item zu finden, mit dem wir an dem Geist vorbeikommen. Und wir begeben uns wieder zurück. Ne, da kann man nicht einfach durchlaufen, das sah gerade so aus. Ne, hopp. So, das heißt, jetzt kann ich auch diese Statuen hier ohne schlechtes Gewissen töten. Und nochmal Erfahrung abstauben. Ah, okay, der, Wirbel funktioniert auch recht gut. Hauptsache kein Stich, also diese neuen Kampf-Ninjas, Zwerg-Ninjas, die sind auf jeden Fall... Ah, oh, der habe ich übersehen. Die sind auf jeden Fall nicht schwach gegen irgendwas, aber stark gegen den schnellen Angriff. So, hier ist nochmal der Mordeo. Das hat hier explodiert, obwohl der Gegner hier war, weil da oben einfach noch sein Gift unterwegs war. Okay, das heißt, wir haben jetzt... hier alles fertig. Zeta und Mordeo. Mordeo heißt sie eigentlich. Versprüht er. Ich weiß gar nicht, ob es geht. Ich verlasse mal den Ort. Okay, die Musik hat nicht gewechselt. Doch, man kann den Ort tatsächlich verlassen. Aber wir wollen ja noch Mylin finden. Jetzt erkunden wir mal den südlichen Bereich. Hier wollen wir nämlich noch gar nicht. Okay, Sackgasse, ein paar Gegner, keine Türen. Gut, dieser südliche Bereich, der bringt, glaube ich, echt gar nichts. Gar nichts. Schlick. Okay, da bringt es echt nichts. Das heißt, da gehen wir jetzt nochmal... Ups. Wo waren wir denn bisher? Ich glaube, die Zombies können auch gar nicht sterben, bevor der Kopf nicht abgeschlagen wurde. So, hier war Temjins. Temjin als Zombie hat nichts Besonderes. Da war dieses Schieberätsel, wo wir Hedi hatten. Okay, das heißt, da geht's jetzt nicht weiter. Hier 205 Schaden, das muss den eigentlich töten, weil das Mädchen stirbt bei 117. Aber es fliegt einfach nur der Kopf ab.
Das heißt, man kann die Zombies nicht töten, bevor man nicht den Kopf abgeschlagen hat. Wenn ich jetzt hier 58 und nochmal 88, das reicht zum Töten. Und das sind ja gesamt 140. Mathe? Doch, stimmt. Okay, im Laden und im Lager waren wir. Da war nichts mehr. Das hier hatten wir alles erkundet. Da war nichts, was uns irgendwie zurückgeworfen hatte, soweit ich weiß. Wenn ich irgendwas vergessen habe, sag mir Bescheid. So, der Mordio darf sterben. Uahaha, ihr beiden dürft auch sterben. Dann schauen wir hier nochmal vorbei in dem Hotel, wo wir ursprünglich angefangen hatten. Frontspeisen. Genau, hier war diese Truhe. Da könnte ja, wenn da eine... Ha, eine Wunderknolle. Wir haben jetzt eine Wunderknolle benutzt, deswegen konnten wir die jetzt einsammeln. So, blöder Zombie, blöder Zombie. So, ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Wenn es euch gefallen hat, sich durch eine Zombie zu sehen, wie ich mich durch eine Zombie-Stadt kämpfe, lasst eine positive Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst konstruktive Kritik da. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, noch einen schönen Abend und tschüss. Und warum kämpfe ich jetzt gerade noch am Ende vom Part? Ich weiß es nicht. Hopper und Hopper. So. Okay, jetzt aber wirklich. Tschüss.